So, Freunde und Moin zusammen, ich grüße euch hier am letzten Tag, dem Sonntag von der Essen Motorschau aus Essen. Ja, logisch. Man kennt ihn. Und heute habe ich mir überlegt, wollte ich nicht ganz so viel filmen und alles, werde ein bisschen mehr mit euch Abonnenten und sprechen, weil ich bei Instagram relativ aktiv war und viel gesagt habe, dass ihr auf jeden Fall hingehen sollt, mich ansprechen sollt. Und das haben auch schon einige von euch gemacht und vielleicht können wir den einen oder anderen Abonnenten noch vor die Kamera, der auch Bock hat, so ein bisschen Q&A-mäßig eine Frage zu stellen. Also, viel Spaß dabei. So, wir haben jetzt den Abonnenten, den Tim hier aus Osnabrück, Lohne die Ecke, und der hat eine Frage an mich. Hast du schon das Neowax Carwax Nummer 1 getestet? Wie genau, ist das? Da haben wir ja gerade schon ein bisschen drüber angefangen, also Ding Ding, komm mal mit. Wir haben es ja bei dir auf den E91 drauf gemacht. Ja. Und du kannst ja dazu noch ein bisschen mehr sagen, weil es bei dir auf dem Lack drauf ist. Also das Video muss ich noch fertig schneiden, ist noch nicht online, aber nein, vorweg können wir schon was dazu sagen. Also, meine Erfahrung ist, dass es schon nach 3 Wochen nicht mehr die Perlleistung macht, die es eigentlich sein hätte sollen. Weshalb, warum? Für 60 Euro hätte ich das lieber zurückgeschickt. Genau, also ich finde den Preis auch relativ hoch dafür, dass es im Verhältnis doch nicht so gut ist, wie ich dachte. Und deswegen, also ich könnte es dir nicht empfehlen. Okay. Tim, ja. Du hast jetzt gerade auch gesagt, dass Liquid Elements Echo Shield drauf. Ja. Warum willst du das runter machen oder was? Nee, weil ich wollte jetzt wahrscheinlich das Auto wechseln. Genau. Ach so, okay, geht auch sehr gut. Was wärst du? 1:21. Ich wollte jetzt auf 4er und dann Coupé wechseln. Okay, das ist geil. Ja, das kann man mal machen. Mit der Surreal Blau. Okay. Was hast du, ist ja immer die sinnvollste Frage, was hast du vor, was willst du erreichen mit einem Wachs oder einer Versiegel? Ja, ich wollte einfach mehr Autofliege dabei sein. Weil das hält ja auch sehr lange. Da wäscht man wenig. Genau. Das war auch mein Nachteil damals. Okay. Und wenn du Wachs aufträgst, dann hast du halt mehr Auto. Macht auch Spaß, das Wachs aufzutragen, alle 3 Monate mal Hand anzulegen, einen Samstag. Ja, klar. Okay. Ja, dann würde ich eher in Richtung ein gutes Wachs gehen, was gut lange hält. Ja, zum Beispiel ein Polynite, ja, oder ein Foso. Polynite 69.000. Also, das ist viel mit Canova-Wachsanteil, ja, im Verhältnis zum 476S. Aber gut, kannst du natürlich machen, wird halten 3 bis 5 Monate in dem, ja, Bereich, denke ich. Wenn dir das reicht, dann würde ich das nehmen. Weil das ist cool, das macht auch einen sehr schönen Glanzeffekt, ja, durch den Canova-Wachsanteil. Ja, muss, genau, ich das mal ausprobieren. Ja. Ist sonst noch eine Frage? Nö, sonst zahle ich nicht rein. Perfekt. Willst du noch jemanden grüßen? Nee. Freunde, so viele Abonnenten hatten jetzt nicht Bock, auch noch weiter vor die Kamera zu gehen. Ist ja auch kein Thema. Aber jetzt sind wir hier unten angekommen. Halle 1A, glaube ich, nennt sie sich. Das ist die Tuning Experience hier im Untergeschoss. Und hier können wir auch noch mal ein paar richtig krasse getunte Fahrzeuge anschauen. Ein BMW 47 mit russischem Kennzeichen. Okay, krass. Hier haben wir einen Golf 4, müsste das sein. Hier wird der Ding-Ding wieder abgehen, wenn er ihn sieht. Noch einen kleinen Polo. Ist da was für dich, ne? So im Auto bin ich zum ersten Mal mitgefahren. War Basti G40. Sehr schön. Honda S2000 mit Hardtop. Krass, habe ich auch noch nie gesehen. Die Felgen hinten. Alter Schwede, ey. Krasse Nummer. Okay. Was haben wir hier noch Schönes? Alter Schwede, das ist schon ein bisschen übertrieben, wie die Felge hinten steht. Krasse Nummer. Lenny macht ein paar Bilder für Instagram. Ja, ich glaube, der ist tief. Alter, was hat der denn für einen Flügel hinten drauf? Zieht euch den mal rein, ey. Okay. Unterbodenbeleuchtung. Alter Schwede, sowas habe ich ja jahrelang nicht mehr gesehen. Das ist ja krass. Das war eigentlich zu meiner Zeit so 2000 bis 2005 rum modern. Das wusste ich nicht, dass das heute Leute machen. Krass. Krass, das erste Mal, dass ich einen getunten Arteon sehe. Von VW, okay. Schreibt mal in die Kommentare, findet ihr das schön? Also ich finde das schon ein wenig extrem. Dann gucken wir uns mal genauer an, hier den E36 Coupé, der hier gemacht hat. Alter Schwede, kann ja nicht, das ist aber nicht original. Alter.
Ich glaube, das funktioniert nicht so ganz. Heidewitzka, alter Schwede. Ja, okay. Oh, hier haben wir einen Fisker Karma stehen. Grüße gehen auf jeden Fall an den Volkan raus. Ich bin da seinen Fisker Karma mal Probe gefahren, aber getuned habe ich so einen auch noch nicht gesehen. Ihr wisst, das ist ja auch so ein Elektroauto, deswegen auch Solarzellen oben mit auf dem Dach drauf. Ganz krasses Konzept. Guckt euch da auf jeden Fall gerne mal mein Probefahrtvideo nochmal von an, wenn ihr das noch nicht kennt. So, schauen wir mal weiter. Was haben wir hier noch Schönes? Von den Sauberkraut-Jungs ordentlich foliert was drauf. Okay. Oh, dahinter steht aber was Schöneres, muss ich zugeben. Da haben wir nämlich einen schönen Porsche stehen. Mit Mickey und Minnie drauf. Warum macht man das denn? Und dann hier auch noch ein krasser Breitbau-Umbau. Also ich würde das, glaube ich, nicht übers Herz kriegen, so hier was aus dem Lack rauszusägen, muss man ja wirklich, und dann das Ganze drauf zu schrauben. Das sind ja wirklich einfache Schrauben, ne? Ja, immerhin Innenbus. Geiles Kennzeichen, nur ein Buchstabe, eine Zahl, allerdings mit dreistellig für die Stadt davor. Oh, was hören wir denn da Schönes? So, der Kollege macht hier den 4 nochmal an. Schicke BBS-Felge hier drauf. Und wirklich Lackzustand top. Alter! Okay, was haben wir noch an Fahrzeugen hier? Übelst tiefer Benz. Alter Schwede. Opel Astra, genau. Audi R8. Ordentlichen MB-Felgen drauf. Macht nicht verkehrt. Und ich muss wirklich sagen, also normal ist das bei diesen Tuning-Dingern häufig so, dass die Lackzustände wirklich unter aller Sau sind. Aber hier durchweg wirklich gut. Ne? Schaut euch das mal an. Das beachten wir ja dann, ja, hier ist jetzt nicht so gut zu sehen bei dem Gelb, aber wirklich. So, und den GTR hier werden einige von euch auch kennen, den habe ich auch schon mal gefilmt beim Tuning-Treffen oder Saisoneröffnung, glaube ich, war es in meiner Zagen auf dem Flugplatz. Da gehen nämlich auf jeden Fall Grüße raus, der gehört dem Ronny, der Wagen. Und das ist auch ein Abonnent hier vom Kanal. Sehr, sehr schickes Teil, ich finde den verdammt geil. Ah, ist ja auch irgendwo so lacktechnisch, ja. Ist ein bisschen heller als das Nardo-Grau bei Audi, glaube ich. So, und jetzt haben wir hier auch noch einen krass umgebauten M4. Ein ganz krasser Lack. Also so matt habe ich einen Lack seltenst gesehen, bis noch nie. Mal bestimmt auch Folie drauf. Wirkt richtig krank. Gehen wir nochmal auf die andere Seite hier. Die Felgen sind auch krass rotiform. Ja, genau. Okay. Und Porsche mit einem richtig ordentlichen Flügel, wie ihr sehen könnt. Na, also der Aufbau ist schon krass. So, irgendein Opel schreibt es in die Kommentare. Sorry, nicht mein Baujahr. Da kann ich echt gar nichts zu sagen. So, hier haben wir noch einen Audi R6 stehen. Auch sehr krasse Farbe in dem Grün. Alter Schwede, was hat der für riesengroße Felgen drauf? Das sieht auch richtig krass aus. Hier nicht weniger krass. Oh, der schon wieder. Die Felgen hier auf dem 3er
E92, genau. Jaguar sieht man auf solchen Treffen wirklich sehr selten, wie ich finde. Also hier wurde auch einiges dran gemacht, richtig tief. Und genau hier neben auch nochmal ein Nissan. Muss sogar der gleiche Lack sein. Und auch hier Tofu Garage, Fit Car Girl mit Insta. Okay. Krasses Ding. Oh, sind da Waschsachen im Kofferraum. Sehr gut. Scheint so. Ferngani oder was? Von Wirt, glaube ich, müsste der sein. Moment. Ja, sieht dann noch aus. Nimm der Coke. Okay. Okay, man. Also ich finde es geil hier unten in der Halle, weil die haben alle eine sehr geile Farbe. Also ich bin ja nicht so der Farbentyp bei Autos, aber vielleicht kriegt mein nächstes Auto ja mal irgendwie eine Farbe. A35 vielleicht. In Gelb zum Beispiel. Hätte ich schon Bock drauf, muss ich sagen. Ja. Auch krass, so eine Teilfolierung ist immer, das wirkt ganz anders. Also für die, die sich an der Stelle dann direkt fragen. Fusocode F7 kann man perfekt dafür benutzen, um teilfoliert zu folieren, zu versiegeln, indem man hingeht und einfach auf den normalen Lack genauso wie auch auf die Folie aufträgt. So, und jetzt haben wir hier einen richtigen Klassiker, einen E30. Sehr, sehr geil. Bin jetzt mal so dreist und gehe ein bisschen näher ran. Alter Schwede, das ist ein Spoiler. Perverses Teil. Ein Red Bull Mini haben wir auch dabei. Da fehlt nur hinten die Red Bull Flasche drauf. Seine fuhr in Düsseldorf, habe ich den, glaube ich, mal gesehen, immer mal rum. Und das hier, ach, da werden Erinnerungen aus der Jugend wach. Grüße gehen an den Marco raus. Der hatte nämlich auch mal hier so einen Opel Tigra. Krass. Wenn man da hinten sitzen wollte, das war wirklich kritisch, sagen wir es mal so. Und hier hat einer auch das kleine Auto dabei. Schöner R8. Oh, alter Schwede. Hier auch mit den Felgen. Das ist schon eine krasse Nummer hier auf dem E46 Cabrio. Ja, wie man sehen kann, das funktioniert halt nicht, ne? Also das schleift natürlich ein wenig. Schon eine krasse Nummer. Aber der Innenraum sieht sehr geil aus. Alcantara-Lenkrad. Komplett schwarzes Leder. Sehr schick. Jetzt nehmen wir nochmal hier den richtig krassen alten BMW mit und ziehen uns den rein. Ohne B-Säule. Guckt euch das mal an. Ohne B-Säule, Leute, da gehe ich ja so steil drauf. Das ist ja so schick. Hammergeil. Und hier in schwarz. Und dann auch das BMW-Logo dort an der Seite. Da. Das ist geil. Das hat echt was. Wenn das nicht geil aussieht, mit dem roten Leder, Knaller. Richtig krass. Sind natürlich jetzt schon ein bisschen verstaubt, weil die Fahrzeuge jetzt zum 10. Tag hier schon stehen. Wurden natürlich auch einen Tag vorher noch reingebracht. Ja, also von daher stehen sie auf jeden Fall schon eine ganze Ecke. Schon krass. An dem VW hier haben wir ein paar spannende Umbauten, ordentlicher Flügel hinten dran. Also hier geht es wirklich einfach nur um Show and Shine, sag ich mal. Also wirklich viel, viel, viel. Porsche Felgen drauf. So sieht der aus. So, in Halle 2 oben wieder angekommen. Nissan Silvia müsste das sein, aber hier ein Rocket Bunny Umbau. Sieht man auch, der sieht ja komplett anders aus als eigentlich. Dann haben wir hier auch noch einen Toyota stehen, auch wieder Tofu Garage, die sind echt fleißig die Kisten am Umbauen. Auch noch eine Kiste, also jede Menge. Und jetzt sieht man auch mal so ein bisschen den Flair, was passiert jetzt hier nach Feierabend bei der Messe. Langsam alles zusammengepackt und die Kisten rausgefahren. Und ich sehe gerade, krass, da ist das Ghostbuster-Mobil. Das gucken wir uns auch nochmal an. Ja, mein Lieblingsfleisch auch, ja. Krass. Also wer den Film von früher kennt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Boah, mit den Schläuchen. Alter, wie groß ist dieses Fahrzeug? Alter Schwede, also die Amis bauen halt einfach mal Kisten. Ich versuche jetzt mal hier lang zu gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7 gute Schritte konnte ich jetzt hier machen, wird bestimmt seine 6 Meter irgendwas in der Länge haben. Also das Ding ist echt krass. Und da steht ja ein DeLorean. Sogar umgebaut hier mit Fluxkompensator. Oh, sehr geil. Da bin ich mal so frech und filme ein bisschen rein. Da sehen wir sogar die Jacke aus Zurück in die Zukunft Teil 2. Auch die Cappy. Und hier, guckt euch das mal an. Da hat Christopher Lloyd sogar eine Unterschrift drauf abgegeben. Das ist ja geil. Hier auch. Und hier, ach, sehr, sehr geil gemacht. Und hier der absolute Traum. Das Hoverboard ist natürlich auch dabei. Ach, das ist natürlich aufwendig gemacht. Sehr geile Kiste. Hier auch mit der Verkabelung. Krass. Also da hat sich echt einer Mühe gegeben. Richtig geil. Krass. Oh, oh, da fährt der Lambo gerade los. Da können wir auch nochmal schnell gucken gehen. Das kann teuer werden, wenn es nicht passt. Weil der in diesem Eisenkäfig hier drin ist. Ja, weiter würde ich jetzt auch nicht. Aber jetzt passt das. Ist einfach krass, diese Kiste. Wie der wirkt. Wie tief der Fahrer da drin auch sitzt. Also das sieht schon richtig krass aus. Wahnsinn. Sehr geiler Lack, fällt mir ja auf, also sieht richtig krass aus. Auspuff, hat sogar nur Blenden hinten, wie ihr sehen könnt. Sehr, sehr geil. Alter, die Karre ist sowas von groß, Wahnsinn. Hier mit den ausgestellten Klappen, das ist halt einfach nur krass. So in dieser Galerie, das ist so dieser Zwischengang hier. Hier ist immer so ein bisschen türkischer Bazar, das wisst ihr ja auch. Und hier wird jetzt gerade auch fleißig alles zusammengepackt und zusammengekramt. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da noch durch können. Nö, kein Durchgang. Müssen wir da lang. Na, Grüße gehen raus. Die Jungs von BBM sind auch fleißig am Zusammenpacken. Die hatten hier auch einen schönen E46 M3 noch dabei. Ja, ein schöner Wagen. Sehr, sehr geil. So, hier in der nächsten Halle JP-Stand. Schauen wir da auch nochmal vorbei, was geht hier ab. Ach, wieder wunderschön. So kann man seine Autos wenigstens mal richtig begutachten. E30 M3 ist einfach ein absoluter Traum. Sehr geil. Ach, GT86, der fährt jetzt auch mal. Sehr gut. Was ist denn hier Linksverkehr? So, und hier drüben steht auch noch der Audi R8 von ihm. Jetzt kommen die richtigen Motoren hier raus. Ein schöner Mustang in dem krassen Gelb. Sehr, sehr geile Kiste. Boah. Jo Freunde, dementsprechend, das war's von mir im Essen Motorshow 2018. Ich hoffe, euch meine Videos haben Spaß gemacht. Und von Instagram auf jeden Fall vielen Dank für die ganzen Leute, die da waren, mich getaggt haben, Bilder gepostet haben. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch live zu quatschen. Dementsprechend haut rein, bis zum nächsten Video und ding, ding, ciao.